Wunderschönen Tag zusammen. Dann werde ich euch mal die Küche zeigen, dann kommt mal mit. Das ist hier die Küche, da können Sie mal einen Einblick reinwerfen. Ja, wir sind noch in der Küche, wie ich schon sagte. Wir haben unsere Schränke mit unseren Kochtöpfen. Ja, Gefangene brauchen eine Küche, weil man ist nicht mit jedem Essen einverstanden, was in der JVA gekocht wird. Die Geschmäcker sind natürlich verschieden. Das hängt mit dem Würzen zusammen, das hängt mit verschiedenen Gerichten zusammen. Verschiedene Gerichte sind angedickt, denn jemand anders will lieber Natur haben. Und von daher ist es für die Gefangenen vom Vorteil, dass man heute auf der Abteilung eine Küche hat, was eben früher ja auch nicht so gewesen ist. Ja, dann habe ich hier noch was zuzusagen. Wir kochen heute Abend mit 5, 6 Mann. Es gibt ein Reisgericht. Dazu, wie gesagt, weil wir kein Frischfleisch haben, die Schweinefleischdosen. Scheuwockgemüse, Pilze, Schmand, dann aus der Küche gesammelt Frischkäse. Meine Kochkiste, die habe ich früher mit rübergenommen. Hier habe ich die Gewürze, die in der JVA erlaubt sind und eben die Utensilien, die ich zum Kochen brauche. Vorbereitet habe ich schon Tomaten und Zwiebeln, dazu Kohlrabi und Möhren. Ich werde Möhren in der großen Pfanne ausschwitzen, mit Zwiebeln, anschließend Tomaten, Kohlrabi und den Rest setze ich dann anders rein. Der große Topf ist vorbereitet zum Reiskochen. Das Problem ist, dass wir leider auch keine scharfen Messer in der JVA besitzen. Somit müssen wir uns natürlich mit so einem halbstumpfen, halbrunden Messer zufrieden geben. Aber wir kriegen es irgendwie hin. Wenn ich zum Beispiel bin Langstrafenhäftling, also ich habe über 10 Jahre Haft hinter mir. Von daher, wenn man regelmäßig arbeiten gegangen ist, ich habe meinen Vorrat angesammelt, woraus ich dann eben arbeite. Andere Gefangene, die mit mir zusammen kochen, haben auch einen Vorrat. Wir machen auch nicht explizit, dass wir einkaufen gehen, der kauft das und der kauft das. Wir sprechen uns am Vorabend ab und sagen, das habe ich im Vorrat, das hat der im Vorrat, danach kochen wir. Viele Sachen werden auch aus der Küche gesammelt, wenn es mal Tomaten gibt oder mal eine Möhre oder Käse, der wird dann eben aufbehalten, damit wir das anschließend zum Kochen verwenden können. Das Fett ist heiß genug, so dass ich anfange mit den Möhren ausschwitzen, was ich hinterher als Grund brauche. Dieses Ausschwitzen wird jetzt ca. 20 Minuten dauern. Dann kommen danach die Zwiebeln rein. Des Weiteren, wenn die Zwiebeln auch glasig sind, kommen dann noch die Tomaten dabei. Die Kohlrabi koche ich mit aus und dann kommen eben die restlichen Zutaten, Fleisch, Champignons, Scheuwockgemüse dabei. Wie funktioniert Einkauf in einer JVA? Die JVA hat also einen Vertrag mit einem Kaufmann geschlossen, der ist durch Sicherheit und Ordnung der JVA überprüft worden, dass die Qualität stimmt, dass die Ware stimmt. Der Kaufmann bietet uns Ware über eine Liste an. Die Liste können wir dann ausfüllen, was wir also haben wollen. Der Kaufmann kommt zweimal im Monat, wo wir dann eben von unserem Geld, was wir angespart haben oder als Arbeitslohn haben, eben einkaufen können. Ich gehe davon aus, dass der überwiegende Teil der Gefangenen wirklich nach dem Kaufmann anders kocht, als wie wenn die Zeitspanne länger ist, sprich anderthalb Wochen um sind und man muss noch eine halbe Woche auf den Kaufmann warten. Aber man ist natürlich, wenn der Einkauf knapper wird, immer wieder auf Sachen, die der Hausarbeiter zum Abendessen, zum Frühstück oder Mittagessen rausgibt, dass man auf diese Sachen auch zurückgreifen kann oder eben generell mache ich so, dass ich auf diese Sachen sowieso zurückgreife überhaupt. Das ist alles das, was wir gesammelt haben im Laufe der Woche oder der letzten Woche und erst dann gehen wir auf die Dosenware über. Also ich selber bin gelernter Koch und gebe auch mein Wissen, was ich besitze, an andere Gefangene weiter. Was ich in Haft gelernt habe in den über 10 Jahren, dass hier so manche Hausfrau draußen glücklich wäre über manchen Gefangenen, egal ob andere sagen, er ist ein böser Bube, aber hier schlummern sehr viele Talente. Es gibt also Gefangene, wo ich als gelernter Koch wirklich sagen muss, Hut ab, entweder haben sie es in Eigenregie entwickelt während ihrer Haftzeit oder haben doch von draußen Eltern, Großeltern, Geschwister vieles mitgenommen. Also hier sind sehr viele Talente und auch wirklich richtige Koch- und Backkünstler unterwegs. Wir als Strafgefangene unterliegen natürlich sehr vielen
Einschränkungen und von daher sind auch unsere Möglichkeiten zum Kochen begrenzt. Sprich, draußen hätte ich Pfeffer oder Cheyenne-Pfeffer zur Verfügung, das habe ich hier nicht. Ich wünschte mir hier manchmal Hefe. Hefe dürfen wir als Gefangene überhaupt nicht haben. Sprich, ich muss einen Pizzateig oder einen Kuchenteig generell nur über Backpulver machen. Wir sind also in manchen Sachen eingeschnitten, wo ich mir wünschen würde, dass wir mehr zur Verfügung hätten. Aber wir kriegen unsere Sachen auch so im Griff. Zu unseren Begrenzungen gehört natürlich auch das Fleisch. Ich habe überhaupt kein Frischfleisch zur Verfügung. Ich bin also wirklich explizit auf Dosen angewiesen. Wir mischen immer ein bisschen. Wir kaufen Dosen Schweinefleisch, Dosen Rindfleisch. Beim Kochen mischen wir die ein bisschen. Wir machen zwischendurch auch mal Gerichte in einer Art eines Kebabs, zum Beispiel Dürüm mit frischem Salat, Tzatziki dabei. Dann greife ich auf Dosen Hähnchenfleisch oder Truthahnfleisch zurück. Ansonsten hätten wir natürlich auch gerne mal ein Schnitzel oder ein bisschen Suppenfleisch, aber das ist eben eingeschränkt. Eine Suppe kriegen wir auch hin, indem wir einfach Speck reinnehmen oder Mettwürstchen. Sehr viele, die in Haft kochen, brauchen keine Rezepte, weil sie durch Mundpropaganda zusehen, über den Rücken, also über die Schulter schauen, sehr viel kochen gelernt haben. Ansonsten gibt es keine spezifischen Knastgerichte, außer dass man eben mit manchen Sachen eingeschränkt ist. Kannst du schon mal reden hier? Gut. Ja. Voilà, Haftessen einfacher.